Jetzt sind sogar zwei da. Geil. Wir kriegen sie. Fertigkeiten. Talente. Besserung. Okay. Oh, wo jetzt hin? Westliches. Okay, aber was gibt's hier an Nebenquests? Ich habe mich jetzt schon mit abgefunden, dass wir den Taumaturgen nicht mehr großartig schaffen. Hallo Nox! Und ja, ich trinke sofort. Bin fast sofort da am Trinken. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Ja, hier noch im Feldbereich. Jo. Gut, dass ich gerade auf dem Klo war. Alles gut bei dir? 5000. Ist ein Witz. Aber egal. Bist du neu hier im Lager? Wohl nur auf Durchreise, was? Oder bist du gekommen, um dir die allergischen Ruinen anzuschauen? Meine Kollegen haben nichts anderes im Kopf. Sie sind ja so engstirnig. Ich hingegen strebe nach tiefergreifenden Erkenntnissen. Mich interessiert, was es mit Dalamut auf sich hatte. Aber pst, das muss unter uns bleiben. Dalamut, dieser mysteriöse Mond, der vor 5 Jahren am Firmament erschien, immer größer wurde und schließlich auf Heidelin stürzte. Findest du nicht auch, dass er ein viel aufregenderes Untersuchungsobjekt ist als die staubigen Steinreste hier? Ich hatte an singenden Scherben sogar schon ein Bruchstück des Mondes aufgespürt. Doch gerade als ich es freigelegt hatte, stürzte sich ein alter Hapalit drauf. Und schnappt es mir von der Nase weg. Kennen die Kerle denn überhaupt keine Manieren? Du machst mir hingegen einen sehr wohlerzogenen Eindruck. Sei ein braves Mädchen und erkämpfe einer Dame ihren rechtmäßigen Besitz zurück, ja? Wenn ein alter Hapalit dafür daran glauben muss, dann ist das eben der Preis, den wir für wissenschaftliche Fortschritte zahlen müssen. Allerdings solltest du dich vorsehen. Die Giganten sind recht schlagkräftig, Burschen. Am besten schwächst du deinen Gegner gegenüber mit einer Pfefferbombe. Darauf reagieren die ungehobelten Kerle nämlich ziemlich allergisch. Mit schnupfender Nase und Tränen in den Augen sollst dein Gegner dir keine unüberwindbaren Schwierigkeiten mehr bereiten. Dafür, dass es Montag ist? Nein. Oh. Ja gut, der typische Montag, ne? Nur wieder zurück umbenannt. Ich habe mich schon gewundert. Wie kommt's? Kommt's, dass du dich umbenannt hast? Wieder. Also zurück. Zu deinem Namen. Oh, Kitty ist wieder da. So. Briefe. Die ich nicht lese, tatsächlich mal. So wenige Sachen, die ich nicht lese. Tschüss! Was?
Mann, du doof. Lieber bei meiner Mutter. Ach, sieh. Ich nehme mal an, Kitty, wenn ich den Ohrring rausnehme, dass ich trotzdem mindestens 2 Level mache, oder? Weil ich war am Überlegen, ob ich doch mit dir laufe, damit du nicht so lange warten musst. Weil du noch nicht gelaufen bist davon. Also, natürlich. Aber ich kann auch eine kleine Mini-Ini laufen. Ein Tankbonus da ist und wir alle Gegner killen. Gerade ist kein Tankbonus da, gerade ist Heilerbonus. Also Stufensteigerung zumindest. Aber gibt's in den normalen Innis? Gibt's in den normalen Innis überhaupt den Bonus? Also. Vegan, haben sie gesagt. Das ist gesund, haben sie gesagt. Das tötet keine Tiere, haben sie gesagt. Oh Gott, was kommt jetzt? Aber es tötet Menschen, da ist Plastik drin. Tatsache. Ja. Irks. Das ist eklig. Plastik. Im veganen Futter. Da ist tatsächlich Plastik drin. Ja. Ja. Für mitpaniert. Das schmeiß ich weg. Ja, unbedingt. Das möchte ich nicht essen. Die anderen beiden machen. Okay. Geil. Esst Fleisch, sage ich. Das ist plastikfrei, sage ich. Das ist lecker, sage ich. Naja, in meinem Schnitzel hatten wir auch mal Plastik dran, weißt du noch? Ja, das ist ja panierte Scheiße. In dem einen panierten Schnitzel? Ja, panierte Scheiße. Das kauft man ja nicht fertig paniert. Das macht man selber. Aus den Kühen von der Alm, die ich habe. Ach, du hast eine Alm? Ja, klar. Da hinten. Da hinten, okay. Ja. Oh Mann. Danke. Mega. Stimmt, gibt ja keine Klassenbonus bei 1 Inis. Ja, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Weil ansonsten würde ich sagen, ich lege mir meinen Ohrring ab. Ich muss mir nur einen neuen Ohrring kaufen, ich habe keine. Und dann würde ich mit dir einmal fix Ini laufen. In der Hoffnung, dass ich nicht zu viel Level kriege. Ich mache auch kein Buff-Food rein oder sonstiges. Und alle Gegner kill ich sowieso nicht. Das dauert ja Ewigkeiten. Und du kommst weiter. Brauch nur einen Ohrring. Einen Ohrring. Einen Ohrring. Ohrring. Welche waren das denn nochmal? War das der oder war das der? Ja, ich kauf beide. Ups, war der hier. Dann rede ich damit immer mit dem Goblin, mach das. Mach das. Dann tank ich dir das fix. Oh Gott, ob ich das freiwillig mache. Ja gut.
Wie geht's dir mit Wiener? Kein anderes Schwert. Hi. Okay, das war's. Okay, ja, ja. Hi. So, die Brüllbox. Da. Brüllbox. Weil dann kriege ich auf jeden Fall meine 50. Ich bin gerade zu voll, die ganzen Nebenquests zu machen. Oh Gott. Servus. Gib mir Schlüssel! Oh mein Gott. Ich vergesse das jedes Mal.
Ja, ich weiß, Kitty. Ich weiß. Ich bin zu geizig fürs Marktbrett. Reicht, dass ich mir da gerade einen Ohrring gekauft habe. Sei froh, dass ich einen Ohrring drin habe. Ich hab die ganze Quest, wo man die Dinger kriegt, noch nicht gemacht. Weil ich kann. Das mach ich nur für dich. Ohne Witz, Kitty, wenn ich nicht gewusst, oder wenn ich nicht dich gerade als Heiler hätte, dann hätte ich mich auf was ausgerüstet. Aber ich weiß ja, dass du das hinkriegst. Eben, du musst den Vorteil darin sehen. So wird sie langweilig. Kommst du jetzt mal hier rum? Und hi. Es wird nicht langweilig. Das war gerade dumm. Ach ja. Bisher kein Level up, das ist gut. Hi. Oh Mann. Ach, Kitty. Ich kämpfe da kleine Höhlenkrümmer. Ja gut, hätte ich jetzt dixen können. Oh, also manchmal verpeile ich das mit dem Treten, ne?
Selbst wenn ich es manchmal anvisiert habe. Oh, hi. Hallo, Dienstleister hinein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum hat er jetzt ein Limit? Ich hab Fragen. Ich hab einfach nur Fragen. Essen kommt. Ja, Fingerfood. Danke, ich hier, mein Schatz. Eine lange Pommes. Käse-Dinger. Die Soße sollst du probieren. Ja. Die ist geil. Jetzt mit der Japanin. Ah. Lasst euch ruhig Zeit, Leute. Lasst euch Zeit. Wie? Geil. Ja? Danke. Ihr will ich, mein Schatz. Ja. Oh, rein. Und wir sehen uns. Mein Engel. Und Dankeschön. Guckst du nach der Heizung? Ja. Geht's? Ah. Sehr gut. Danke. Yay. Smile. Kann ich auf beides passen. Und genau 50. Haha. Gut, dass ich den Ohrring rausgenommen habe.
So. Hat doch gepasst. Sehr schön. Yay, ich kann die letzte Quest fertig machen. Und da kann ich mir den Taumaturgen holen. Da habe ich noch 1,5 Stunden für den Taumaturgen, oder? Doch, 1,5 Stunden sind es noch. Lala Knuddelattacke, ich sehe das schon. So. Ich hatte eine Kartoffel quietschen und schaut mal ums Eck. Hat einer vergessen, die Kartoffel vom Herz zu nehmen? No. Ach, Iron. Mach das, Kitty. Ich mache die letzte Parler-Quest erstmal. Ja, stimmt, Iron. Hätte sein können. Heiliger Boden. Okay. Schön, dich zu sehen. Ich habe dir so viel zu verdanken und ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich fälschlicherweise verdächtigt habe. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen, können wir endlich zurückschlagen. Zyxagil hat mir alles erzählt. Er hat die ganze Zeit über die Fahne des Sultanats hochgehalten, dem Alleingang gegen die Republikaner und ihre Schergen gekämpft. Er wollte wohl Kontakt zu mir aufnehmen, aber er konnte nicht in meine Nähe, da ich von den Handlangern der Republikaner umgeben war. Sie haben Zyxagil als Verräter dargestellt, damit ich ihn für sie jage. Sie haben mich schändlich ausgenutzt. Ich war nichts weiter als eine Marionette der Republikaner. Als ich jedoch erfuhr, dass die Assassinen des Skorpionstachels einige Gardisten um die Ecke gebracht haben, wurde es den Republikanern zu heiß. Wir haben beschlossen, sie mich auszuschalten und dich gleich mit, da du ebenfalls zu viel weißt. Das Verhandlungsangebot war ein Köder, um uns in die Falle zu locken. Der edle Paladin Zyxagil ist kein Verräter. In meinem Herzen habe ich das stets gewusst und dennoch ließ ich mich von dem Intriganten um mich herum beschwatzen. Das ist nicht zu entschuldigen, auch wenn es mir nur darum ging, die Ehre der Palastwache wiederherzustellen. Doch die Ehre der Palastwache darf nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern muss eine Waffe der Rechtschaffenheit sein. Ich hingegen hatte den Weg des Paladins aus den Augen verloren. Zyxagil wusste, was innerhalb der Palastbauern vor sich ging. Deshalb gab er dir den Paladin-Kristall. Es sollte ein Weckruf sein. Lerne von den Abenteurern, wollte er mir damit sagen. Weil die Ehre der Abenteurer nicht auf Autorität, angewiesen ist. Vermutlich haben die Republikaner dafür gesorgt, dass ich zum Gardehauptmann ernannt wurde. Sie müssen gedacht haben, dass ein junger, ehrgeiziger Mann wie ich leicht zu manipulieren sei. Und damit hatten sie recht. Ich ließ mich in ihr Netz aus Intrigen einspinnen. Damit habe ich als Gardehauptmann versagt. Doch noch habe ich diesen Posten inne und ich werde alles daran setzen, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde meinen Leuten mitteilen, dass ich in die Wildnis von Schneekleid in Kirtas reisen werde. Das werden sie mit Sicherheit an die Republikaner weiterleiten. Die werden sich die Gelegenheit, mich aus dem Weg zu räumen, nicht entgehen lassen. Das wiederum eröffnet mir die Chance zum Gegenschlag. Ich weiß, dass du mich ohne zu zögern begleiten und an meiner Seite kämpfen würdest, aber ich kann dich nicht ohne noch größere Gefahr aussetzen. Die Assassinen haben schließlich auch auf dich abgesehen. Halte dich da raus und versteck dich, bis die Sache ausgestanden ist. Die Chancen stehen gegen mich, aber ich habe viel von Zyxagil gelernt. Mit Mut im Herzen kann ich triumphieren.
Es tut mir leid, dass ich dich in unserem politischen Rankespiel verwickelt habe. Nun wird es Zeit, dass du wieder deines Weges siehst. Dirksagi möchte sich noch einmal mit dir unterhalten, bevor du die Gegend verlässt. Er wartet auf dich in einem Tunnel im zentralen Tanalan. Ich zeichne dir die Stelle auf deiner Karte ein. Yay! Meil! Was esse ich als erstes? Oder als nächstes, besser gesagt. Käse. Ich liebe Käse. Danke, Daria, dass du gekommen bist. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Jelens wird sterben, wenn wir ihm den Attentätern des Skorpionstachels allein gegenübertreten lassen. Ich werde ihm zur Hilfe ein und ich hoffe, dass du ebenfalls nicht zögern wirst, dasselbe zu tun. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Ja, ist doch klar. Das ist halt nur Kilometer weit weg, aber egal. Geh jetzt mal mit einem geilen Stück Gouda gucken. No. Gouda ist lecker. Ja, ich habe Mozzarella-Sticks und so Käse-Nuggets. Also so Käsewürfel mit Gouda. Und so. So rein Käse. Käse mit Panade drumherum. Geil. Ich liebe es. Und Mozzarella Sticks. Viele Mozzarella Sticks. Auch geil. Ich habe tatsächlich gerade so eine Mischung aus Kartoffeltaschen. Also mit so einer Kräuterfüllung. Frischkäse-Kräuterfüllung. Dann Gemüse-Nuggets, Gemüsesticks, wie auch immer. Also, ne? Auch richtig lecker. Dann diese verschiedenen Käse-Dinger. Einmal Gouda und. Gott, was ist das andere? Camembert. Dann Mozzarella-Sticks, Pack Pommes und vegane Fischstäbchen. Da traut sich Frisches, glaube ich, auch nicht so dran. Bin ja aber gar nicht mehr so schlecht. Also die veganen Fischstäbchen. Achso. Genau der Frisches. Genau der. Oh Mann. Okay. Hallo? Ah, jetzt.
Wollte gerade fragen. Oh Mann, friss das. Hi. Was machst du hier? Du sollst dich doch raushalten. Das hier ist nicht dein Kampf. Erst Zölzakil und nun du. Wollt ihr unbedingt sterben? Nö. Wir erfüllen nur unsere Pflicht als Paladin, Jenlis. Ein Paladin muss das verteidigen, was er im Herzen als richtig empfindet. Ob Palastwache oder freier Paladin, wir alle sind in erster Linie unserem Gewissen verantwortlich. Voran, stolze Paladine. Lasst uns Seite an Seite unseren Freunden, unseren Feinden trotzen. Ich bin nicht so der Jalapenos-Fan, aber klingt trotzdem geil. Hi. Oh mein, ich bin Stein! Egal. Ich bin entsteint. Okay, dann suchen wir mal. Stimmt, ja, ist der Feind. Aua. Wieso kriege eigentlich immer ich es ab? Hmm.
dieses Mentoring, die bekommen immer sehr so aufs Maul. Mist. Hier. Nur immer auf den gehen. Außerdem bin ich kein Denkster. Die sind hier die Oberpaladine. Können die sich drum kümmern? Knüpfi wollte sich doch da opfern. Soll ich das mal machen? Perfekt. Du hast sie wacker geschlagen. Du bist ein wahrer Paladin und ein glorreiches Vorbild für alle. Naja. Und du hast Renlins die Augen geöffnet. Ich prophezei dir eine glorreiche Zukunft. Bitte, ich bin sehr auf deine zukünftigen hellen Taten gespannt. Den Republikanern haben wir eine Lektion erteilt. So schnell werden sie es nicht mehr wagen, die Hand gegen uns zu erheben. Gellens, ich erwarte, dass du alles weitere klärst. Sulksagil, bitte kehre zur Palastwache zurück. Die Verantwortung als Gardehauptmann ist für mich zu groß. Die Republikaner konnten die Eidklinge stehlen, doch wichtiger als der Stahl an deinem Gürtel ist die Aufrichtigkeit in deinem Herzen. Du hast dein Eid niemals gebrochen, Dönnens. Führe die Palastwache mit deinem Mut und deinem Glauben an das Gute. So wie es dir diese freie Paladinin gezeigt hat. Und rasiere das Bärtchen ab. Das? Wer einmal die Palastwache verlassen hat, kann nicht zurückkehren. Ganz gleich aus welchem Grund. So lautet das Gesetz. Ich werde weiter meinen Weg gehen und für die Gerechtigkeit kämpfen. Seit dem Tag, an dem wir uns begegnet sind, bin ich dir gefolgt. Wie soll ich nun auf einmal die Führung übernehmen? Vielen Dank, dass du mir zu Hilfe geheilt bist. Ich gehe schon mal zurück. Melde dich bei mir, wenn du wieder in der Stadt bist. Ich habe etwas für dich. Und dann beginnt für mich das Schlimmste. Der Taumaturg. Ich will den nicht spielen, echt nicht. Boah, das wird Leid, pures Leid. So, ich will aber trotzdem einmal zum Markt. Das Ganze ein bisschen aufschieben.
Mal beauftragen. No, ich habe danach nicht mehr genug. Mal beauftragen. Und den anderen kann ich nicht mehr beauftragen. Achso, So. Wird doch. Langsam aber sicher fühlt sich die Genkasse.